Und Ayo, was geht von herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play der Pate Titan Edition. Das letzte Mal sind wir hier stehen geblieben. Luca Brasi wurde leider vor unseren Augen getötet. Und ja, wir müssen jetzt chillen und abwarten, bis wir den blauen Marke bekommen, wo wir überhaupt irgendwas machen können. Und ich würde sagen, in der Zeit schauen wir uns mal so ein bisschen in der Stadt um, was es denn so ja, zu holen gibt. Was mich interessiert ist, was ist eigentlich dieses Pistolensymbol da links? Heißt das hier zum Beispiel irgendwie eine Waffe ist oder sowas? Okay, hier ist also gar nichts. Ach, der Bruder. Die habe ich dir zurückgelegt. Na, kein Bedarf. Was ist? Sind wir im Geschäft? Na, kein Bedarf. Okay, der hat nur eine Pistole für mich, aber der hat jetzt nichts Besonderes. Wir schauen uns hier einfach mal um. Was ist denn das für ein Zeichen? Tür öffnen. Neuer Soll Schauplatz. ich Ihnen vielleicht einen neuen Anzug besorgen? Wie wäre Ah. es mit neuen Schuhen oder vielleicht einer neuen Jacke? Das wäre cool. Ich schätze, das ist keine schlechte Idee. Das ist cool, Digga, weil wir haben jetzt Kohle eingesammelt. Und jetzt können wir uns hier ein bisschen austoben, können wir hier ein bisschen gucken, was wir denn Schönes zum Anziehen haben können. So. Erstmal Objektvorschau. Nein, Digga. Einkauf fort. Ich würde gern so einen richtigen. Freizeit, irgendwas gibt es denn geschlossen? Ist das Essen? Fehlt da noch was? Geil. Okay, ist alles fertig. Wenn du hungrig bist, ha? alles fertig. Danke. Sofort mit dem Puni zu gehen. Perfekt. Ach, Digga. Warum sind die alle so teuer, Mann? Sportjacken, was gibt's hier? 6000. Ja gut, ist schon. Wir machen schon hier, warte mal. Grau. Dann machen wir hier auf jeden Fall noch keine Musterung. Wir machen hier grau, perfekt. Ich würde sagen, das können wir uns gerne kaufen. Ja, das passt schon. Was ist denn das? Nee, Quatsch. Nee. Das ist ein Homebrook. Weiß ich nicht. Glaube ich, passt nicht zu uns. Das reicht schon. Jetzt sehen wir wenigstens aus wie ein gemachter Mann, Digga. Okay, cool zu wissen, dass auf jeden Fall hier ein Jackenladen. Was ist das da links? Du hast Mut hier aufzukreuzen, das muss ich zugeben. Die Familie ist dir nicht gewogen, Arschloch. Ist nicht. Was zur Hölle? Ich zeig dir, was dich gewogen ist, du Bastard, Alter. Du willst auch noch, oder was? Komm her. Warum knallen wir den Kerl? Du mieser Pissnelten, Johnny. So, der Bruder. Was geht? Deine Drohungen lassen mich kalt, Arschloch. Warum Raus redet hier, er nicht? verstanden, Kein Problem. Kann ich dich irgendwas kaputt machen? Ich werde den Cops alle. Ah, sie machen hier alles kaputt! Komm her. Lassen Sie mich bitte nicht los! Halt, Sie haben gewonnen! Ich gebe mich geschlagen! Du Missgeburt, Wollen Alter. Sie wirklich einen Nachruf?
Zahlen Sie lieber. Sie sind sehr überzeugend. Na gut. Dämischer Kerl damit. Zahlt da gerne perfekt. Das ist jetzt einer von uns. Sehr gut. Okay, das mit diesen Tees und so weiter, das ist jetzt zum Beispiel... Es gehört den Salieris, glaube ich. Tee ist für, von den Tartalias oder was? Geh mal weg, jo. Soll ich dir in den Arsch treten? So. Die Corleones wollen dafür sorgen, dass ihr Salon sicher bleibt. Ich werde überhaupt nicht zahlen. Ich will einfach nur meinen Geschäften nachgehen. Das ist kein Problem. So, Baseballschläger. Lass mich gefälligst los! Na komm. Lassen Sie mich los! Gibt es auch nur einen Grund, dich nicht zu töten? Du mieser Wichser, Digga. Sie haben hier viele scharfe Klingen. Sehr scharfe Klingen. Wie könnte ich Ihnen etwas abschlagen? Dankeschön. Besser ist das, Digga. Ich fühle mich nicht so gut. Wer will hier Stress? Ich fick den. Neuer Auftrag, gehen Sie Nachricht zur Kolonne zu halten. Okay. Aufgaben. Wo ist das? Welches Telefon? Irgendeines oder unseres? Warte mal kurz, ich gehe mal ganz kurz wieder zurück zum Hauptquartier. Wo ist das? Digga, wie behindert ist das alles gekennzeichnet? Okay, ich hab's gesehen. So, wir gehen mal ganz kurz zu uns nach Hause wieder. Weißt du was? Die haben eine Leiche gefunden. Die haben eine Leiche in deinem Gesicht gefunden, Wahnsinn. Ich hab schon meinen ganzen Lohn verprasst. So. Ah, hier, guck mal. Monk sucht dich. Er ist drüben im Herrensalon. Okay, danke, cool. Genau das wollten wir. Genau das wollten wir. Ich wollte eine Mission mit Monk. Beziehungsweise die Mission mit Monk. So. Monkey Boy. Der Don ist tot. Lukas schläft bei den Fischen und Tom Hagen, der Konsilier der Colonus, ist verschwunden. Der kann jetzt noch verhindern, dass die Tenarias die Colonus auslöschen. Hey, Mister. Monk Malone, kennen Sie den? Wir sind hier verabredet. Ganz ruhig. Er ist kurz rausgegangen. Er kommt gleich wieder. Nun setzen Sie sich. Oh nein, Digga. Die scheiß Bastarde. Beiß dich zusammen. Wir sind nicht zum Spaß hier. Hey, Francis. Marty! Komm her. Hey, Schwester. Wie steht's? Wie geht's dem Alten? Naja, meistens gut. Er ist erschöpft. Augenblick, Friedrich. Nimm noch etwas Obst mit. Okay. Was ist los? Monk. Gott sei Dank. Luca ist tot. Luca? Danke vielmals, Sie sind zu gütig. Fröhliche Weihnachten. Scheiße, Digga. Der Don Colone wurde angeschossen. Verdammt, ich rufe den Notarzt, Monk. Nein, das wird schon wieder. Frankie, meine Schwester ist da draußen. Sieh nach, ob sie okay ist. Die sind verletzt, aber sie sind nicht tot. So. Nee, jemand fickt bitte uns hier holen, Söhne. Dreckiger Wichser, Digga. Scheiße, wir haben nur Standardwaffen.
Finde Frankie. Du dämlicher Hurensohn. Okay, wo sind die noch? Wo sind die? Sehr schön, haben wir alle abgeknallt. Die miesen Wichser, Digga. Alles in Ordnung? Ja, glaub schon. Hab Schlimmeres erlebt. Sie sind Frankie, oder? Mongs Schwester. Ja, warum? Er wurde angeschossen. Oh Gott, was ist passiert? Es war eine Falle. Ich glaube, der Don ist tot. Hey, helfen Sie mir, meinen Vater ins Krankenhaus zu bringen. Steigen Sie ein. Wir folgen dem Krankenwagen. Scheiße, stimmt. Jetzt müssen wir den Krankenwagen verfolgen, Digga. So, Gesundheit des Dons. Scheiße. Dir mein Ernst. Ich meine richtig ernst, Digga. Zieh, Junge, zieh! Chill mal nicht so schnell! Jesus Christus, Digga. Fuck. Alter Schwede. Schnell, schnell, schnell. Ich glaube, der Krankendings ist auf andere Seite. Okay, so kann man da hingucken. Boah, der Krankenwagen überfährt, da war alles. Juckt die nicht. Wen schießt du, Digga, auf die Hunds? Miesen Wichser, Alter. Kelps. Ich glaube, wir haben es gleich geschafft, oder? Ich glaube, wir haben es geschafft, jawohl. Genau, Digga. An die Katze kann ich mich noch erinnern. Genau, da dachte ich, da muss ich gar nicht erfahren, Digga, was nicht möglich war. So, perfekt. Ja, da wurde einiges an GPU-Material leider aus der PSP-Version leider entfernt. Aber es war auch nicht möglich, das komplett auf die Handheld zu bringen. Fuck, fuck! Ah, das war ein falscher. Ah, scheiße, Digga, lutschen. Aber bitte nicht alles mit Auto und so, bitte nicht. Okay, nice. Was ist hier los? Spuck's aus. Du machst mir keine Angst. Oh. Schau, was du getan hast. Ich schlag dir was vor. Du erzählst mir alles und ich lass dich vielleicht leben. Solozzo. Herr Doran Consiglieri Tom Hagen. Sie verstecken sich in einem alten Diner in Brooklyn. Danke. Okay, der Don ist hinten. Fahr mit dem Krankenwagen zum Krankenhaus im Norden von Little Italy, an der East Houston Street. Scheiße, Bro. Der arme Don.
Ich hoffe, der wird wieder. Wir müssen ins Krankenhaus. Fahr weiter, Mann, beeil dich. Oder die Gulaschfische, Alter. Halt durch, Dad. Du schaffst es. Wir sind gleich da. Entschuldigung. Wir sind da. Perfekt. Das war knapp. Könnt ihr mir helfen, Leute? Hey, Fredo, was ist denn passiert? Sonny, ich... Pap? Oh, verdammt. Was macht der Kerl hier in der Nase bohren? Schafft ihn weg! Fredo, schwing deinen Arsch hier rüber. Hey, Kleiner. Du musst verstehen... Er ist nur so, weil sein Vater verletzt ist. Also, was ist da passiert? Die haben uns auf der Brücke abgefangen. Der Kerl hat irgendwas gefaselt von Zalozzo und ihrem Consiglieri. Consiglieri? Tom, was hat er sonst noch gesagt? Das ist wichtig. Was noch? Er sagte, sie wären in einem alten Diner in Brooklyn. Scheiße. Ich hoffe, Tom geht's gut. Er ist kein Kämpfertyp. Ab jetzt übernehmen wir, Kleiner. Mach keinen Ärger, dann habe ich vielleicht mal einen Job für dich. Scheiße, Digga. Ah, Blut. Respekt plus 4.000 Dollar. Oh Gott. Erst Luca Brasi und dann der arme Don, Alter. Krieg, Junge, Krieg. Das war Clemenza, ein Capo der Corleones. Er wird rausfinden, wo Zalozzo Tom festhält. Wir melden uns, wenn wir dich brauchen. Okay, verstehe. Sind wir hier im Krankenhaus? Mal gucken, was wir hier noch sonst machen können. Karte, was gibt's hier noch? Kann man sich so einige eigene Autos holen wie in Mafia oder... Ist das noch nicht drin gewesen? Ich weiß es nicht. Da muss ich einfach auf von der Straße nehmen, mal gucken. Wie geht's? Im Moment läuft es richtig gut. Auf den Don und einen anderen Kerl wurde geschossen. Hier stehen einige hübsche Sachen. Sind Sie eigentlich versichert? Ich zahle nicht. Nur zu, töten Sie mich. Okay. Ich versuche hier nur von etwas zu leben. Einige Leute kapieren es einfach nicht. Aufhören! Verhandeln wir! Das brauchen sie nicht mehr. Du mieser Wichser, Digga. So. Ich frag nicht nochmal. Geben Sie mir mein Geld. Okay, ich werde zahlen. Aber hören Sie auf! Was ist mit dem Gesicht los, Digga? Was ist das? Zu viel Schwerstarbeit in diesem Job. Cool, ein bisschen Munition, ein bisschen Waffen. Was gibt's hier noch? Okay, da ist ein Rohr, aber sonst nichts Besonderes. Nichts. Hier ist ein Tresor. Aber ich habe kein Dynamit. Das ist natürlich nicht so gut. Steck das weg, danke. Das können wir noch öffnen hier. Hier ist ein Fahrstuhl. Was ist im Fahrstuhl? Mal gucken. Ich bin auf dem Dach. Was kann ich hier machen? Wir werden später, glaube ich, sogar noch einen Fight auf dem Dach haben. Allerdings noch
gegen eine gewisse Person, nämlich... Ah, ich spoil das lieber nicht, aber... Ja, du weißt Bescheid. Okay, dann war's das. Dann war's das. Na gut. Okay, dann können wir uns von hier verpissen. Warte, links ist noch was. Ich glaube, einen Händler für Schrot finden. Ja, genau. Du brauchst eine ordentliche Kanone, stimmt's? Nein, danke. Ja gut, die Shotgun haben wir ja. Aber ich würde mich fragen, Dicker, woher wir Munition kriegen, wenn wir das brauchen. So, warte mal kurz, Karte. Da ist ein Haus gerade am Ende der Straße. Mal gucken, was das ist. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Immer ein bisschen gucken, immer ein bisschen luschern, herausfinden, was man überhaupt alles machen kann. Weil das Spiel ist, muss man sagen, sehr offen. Also es ist offener als zum Beispiel in Mafia. Weil Mafia weißt du immer ganz genau, okay, du musst das als nächstes tun, dann musst du hier das als nächstes hin. Hier ist das so. Ja, bist du wirklich für dich allein gestellt. Ist halt für dich allein gestellt, aber... Hey, Mann. Glauben Sie, Sie können was für mich erledigen? Los. Ich habe da diese Mieter, naja, Ex-Mieter, die nicht ausziehen wollen. Ich brauche Hilfe. Rauswürfe sind meine Spezialität. Diese Penner gehen einfach nicht und die Cops unternehmen nichts. Sie sind oben im ersten Stock. Werfen Sie die Kerle raus. Wie ist mir egal. Okay. Du bist erledigt, Kleiner. Fick dich. Ich hab Hunger. Jeder hat mal Pech im Leben. Können Sie mir aus der Klemme helfen? Hier, und halten Sie die Ohren steif, ja? Verstehe. Wie sagt man, ein Narr und sein Geld sind bald geschieden. Zu viel Schwerstarbeit in diesem Job. Ist ein harter Job, aber irgendwer muss es ja machen. Okay, warte, jetzt verpisst euch bitte. Wollt ihr euch verpissen, oder? Los, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Ich glaube, das war's, oder? War's das? Hey, Mann. So übel ist der Job gar nicht. Ich höre irgendeinen Geatmen die ganze Zeit. Hier ist auch nichts. Digga, warum sind die Hotelzimmer so gefickt? So war's das? Diese Penner gehen einfach nicht und die Cops unternehmen. Okay, doch nicht, okay. Was kann ich machen? Ah, raus aus meiner Wohnung! Das merke ich, ich mir! Der miesen Wichser. Ihr Hurns. Hallo? Hä? Hä? Halt, ich gehe! Lassen Sie mich, ich gehe! So. Das war's. Halt oder ich schieße. Oh nein, Digga. Loslassen. Nimm die Klappe. Oh, jetzt wird's eklig. So, bitteschön. Nein. Das wollte ich nicht. Ich wollte mit dem Bruder reden. Diese Penner haben mich seit Monaten belästigt. Danke. Ich gebe ihnen jede Woche ein paar Scheine, wenn sie mein Hotel im Auge behalten. Okay. So, jetzt mich gearscht, Digga.
das Opfer? Nein, kann ich hier weg? Nein, ich bin tot, egal. Ah, scheiße, Mann. Scheiße, Digga. Egal, aber ich hoffe, es hat gespeichert. Also, oder wenigstens einen Kontrollpunkt gemacht. Damit ich hier wenigstens, du weißt schon. Sie sehen, Sie melden mich doch nicht bei der Gesundheitsbehörde. Vergessen Sie es, da mache ich nicht mit. Achso, okay, ist es für Leben. Okay, wenn du am Arsch bist, kommst du wieder her, oder was? Okay. Hey, der Geschäftsmann ist Ihnen dankbar, Mann. Erpressen Sie Geschäft und geht's von. Ja, das machen wir das die ganze Zeit. Da vorne ist noch was. Also ich schnapp jetzt einfach eine Karre. Ist mir egal. Wir haben gehört, wie du Don Corleone gerettet hast. Die Tussi. Du machst mir keine Angst, Corleone-Bastard. Lassen Sie mich in Ruhe, bitte. Kann ich? Oh nein, nein. Warte kurz. Man weiß nie, wo so ein Querschläger landet. Gott, steh mir bei. Entschuldigung, wollte ich nicht. Alter, als ob. Nein, Mann, das waren zu viele. Och, Junge. Du stirbst ja schneller, als du gucken kannst. Hurensohn. Ich will essen. Ich will essen, ich will essen. Ich will die nächste Mission machen. Don Corleone sollte dankbar sein, dass er Leute wie Sie hat. Dankeschön. Scheiße, wir machen es nochmal. Ah, davor räuche ich die ganzen Wichser aus. Oh, warte mal kurz. Fähigkeit. Ich habe doch bestimmt ein paar Fähigkeitspunkte, genau. Schutzwaffen. Wo war das? Größere Präzision, schnelle Erfassung. Wenn sie nicht kämpfen, regeneriert sie ihre Gesundheit maximal. Das ist gut. Das ist gut. Okay. Ich will keinen Ärger. Miesen Hunds. Möchten Sie etwas kaufen? Oh mein Gott. Mein Gott, sie können sich so erpressen. Die Corleone-Familie möchte nicht, dass ihrer Bäckerei etwas passiert. Du machst mir keine Angst, Corleone-Bastard. Okay, Digga. Cool, wir haben den Magnum. Na komm. Wir machen hier schnell und zackig. Der nächste geht genau zwischen die Augen. Oh, Junge. Das ist für mich keine Antwort. So. Machen wir die ganzen Kuchen kaputt. Perfekt. Okay, du Schlampe, willst du jetzt zahlen oder nicht? Seien Sie ein braves Mädchen und geben Sie mir, was ich will. Na gut, ich hab verstanden, ich bezahle. So, jetzt verpisse ich mich. Oh Gott, ja, Digga. Ach, komm schon. Ja, Junge. Egal, wir haben es geschafft, aber... Es sind zu viele, Bruder, es sind viel zu viele. 500 von denen. Kannst du mir doch nicht erzählen. Okay, aber wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Weil wir haben die... Was? Als ob das nicht gezogen hat! Och, Junge! Ich kannte mal jemanden wie dich. Okay. Digga, unfair. Wir haben
haben eine Abmachung. Die Corleones kriegen jede Woche ihr Geld. Ach, die sind doch gedingst, okay. Ja, moin. Junge, das ist scheiße, Digga. Die schlucken so viel. Die Gegner schlucken ab nochmal viel, Digga. Der eine schluckt 20 Kugeln. Was sagst du dazu? Okay, wir haben aber... Aber es gehört doch jetzt uns, oder nicht? Verstehe ich nicht, Digga. Ich gehe da unbewaffnet jetzt aber hin. Da passen wir ihm einfach eine Kugel zwischen die Augen. Der Kerl, den sie getötet haben, war ein verdammtes Arschloch. Wir haben eine Abmachung. Die Corleones kriegen jede Woche ihr Geld. Versprochen. Ich versuch's nochmal. Hallo. Mann, was machst du denn? Ich glaube, ich muss einfach alle eliminieren, kann das sein? Mister, bitte machen Sie nicht alles kaputt! Schon gut, Schimmer. Wo sind die anderen? Die sacken alle zu viel, Digga. Ey, Mann. Junge. Ey, die Bullen sollen nicht auf mich schießen, yo. Warte kurz. Es wird immer noch angezeigt. Ich kann jetzt nicht, muss noch was erledigen. Aber es ist einer von uns. Wie komme ich denn zur Carnegie Hall? Zuerst mal weg hier. Ich verstehe nicht, warum das jetzt nicht mehr aufleuchtet, also zu uns. Check ich nicht, das ist ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Da, Zahltag, hier, siehst du. Immer noch nicht, keine Ahnung, Digga, juckt mich nicht. Weiß ich, wir haben es eingenommen, Digga. Wenn es nicht angenommen wird, weiß ich auch nicht. Hey, muss das Spiel aber neu starten, vielleicht ist es einfach nur ein Bug. Bitte, bitte nicht! Was ist los mit dir? Was sagst du da? Dämlicher Wahnsinn. Warte mal kurz. Ah, da ist was, okay. 1 von 100, ja moin. Schrecklich! Wo zum Teufel ist der Kerl? Und man kann ich die nächste Mission übernehmen? Beziehungsweise Aufgaben. Ah, gehen Sie ans Telefon, okay. Karte. Ich muss jetzt wieder nach Hause, glaube ich. Fick dich, um dort den Auftrag zu erhalten. Sind die blauen? So, schau mal kurz, genau so. Hier rein, aha, siehste. Sie haben rausgefunden, wo Solozzo Tom versteckt hält.
Triff dich mit Clemenza in seinem Haus in Brooklyn. Pronto. Perfekt. So, zuerst, ganz wichtig. Heilen. Heilen, heilen. Und jetzt, komm. Egal, Junge, zieh einfach. Aua. Autsch. X-ter Profifahrer auf jeden Fall. Ich kann auch während des Fahrens. Warte, wo bin ich denn? Wo zur Hölle bin ich gefahren? Ach du Scheiße, Digga, aber ganz falsch. Aber full falsch, Digga. Bester Stadtaufbau des Jahres nicht. Komm. Platz. So, jetzt müssen wir kurz gucken. Fuck. Entschuldigung. Nur zwei, ich dachte, es gibt jetzt sofort fünf. So, das ist der richtige Weg. Der Wagen ist so gefickt. Hä? Verstehe ich nicht. Ach, das ist auf der anderen Seite, Digga. Junge, ich muss über die Brücke. Ich wollte gerade sagen, hä, wo, das macht doch gar keinen Sinn. Ist das die Brücke? Ich hoffe's. Weil oben sind die Schienen, da kann ich ja nicht fahren. Oh, Junge. Die Steuerung ist so crap. Ich habe mal nach rechts ich bin ja eigentlich nach rechts gezogen. Komm, 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 Junge, ratz, ratz, ratz. Bin ich hier richtig überhaupt? Ja, bin ich. Und dann die nächste links. Genau, über die Brücke nach Brooklyn. Alter, voll verpratzt. Junge, Steuerung nervt nicht. So. Schön entspannt. Genau, das gute alte Brooklyn. Ach, guck mal, wenn ich hupe, machen die Platz. Geil. Das ist geil. Da kannst du sogar easy nutzen, um zum Beispiel irgendwelche Leute abzukoppeln. Also wenn die Bullen hinter dir sind, du hast einfach beep beep und dann haust du da rein. Kann man nutzen. Rufen Sie die Polizei! Ach, leckt mich doch am Arsch, ihr Kitzficker, Alter. Da ist der Fette. Keine Spur von Tom. Santino Corleone. Ja. Wir haben Tom Hagen. In drei Stunden wird er freigelassen und überbringt unseren Vorschlag. Verlier nicht die Beherrschung, Sunny, hörst du? Gut, ich warte. Bocco, fahr gleich weiter zum Hafen. Ich glaube, ich kenne dieses alte Diner. Fahr hier rechts ran. Geh zum Hintereingang und verhindere unbedingt, dass einer von diesen Bastarden flüchten kann. Und komm nicht ins Gebäude. Wir schießen auf alles, natürlich nicht auf Tom. Okay. Oh Gott. Alles klar. Folgen Sie Clemenza und Rocco zum Diner. Psst, keinen Mucks jetzt. Wo
Mach, wir tun immer, was die Jungs Bleib machen. Unten. Sie dürfen dich nicht sehen. Dreht sie wahrscheinlich jetzt gleich um. Genau, jetzt gehen wir weiter. Wenn uns die Wachen sehen, könnten sie Tom was antun. Erwürg den Kerl. Pass auf, dass dich die anderen Wachen nicht sehen. Geh nach hinten. Sorg dafür, dass keine dieser Ratten entkommt. Du musst die Wachen erledigen, aber mach keinen Lärm. Hä? Ich verstehe das nicht, Digga. Digga, wie geht das? Hallo? Hä? Ich check das nicht. Er hat zwei L-Zonen gleichzeitig, aber verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht, ganz komisch. Das habe ich auf der PSP damals gar nicht gecheckt, wie das geht. Och Mann, Alter. Junge, ist das behindert. Wenn uns die Wachen sehen, könnten sie Tom was antun. Ja, ja, schon gut. Psst, keinen Mucks jetzt. So. Halten Sie Ihren Gegner fest und klicken, halten Sie L1 und... Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Geh nach hinten. Sorg dafür, dass keine dieser Ratten entkommt. Du musst die Wachen erledigen, aber mach keine. Verstehe. Es geht nicht, Alter! Nein, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen. Das geht halt ehrlich nicht, Bro. Keine Ahnung. Wie ich das machen muss, ich weiß nicht. Ich weiß absolut nicht, Digga, es funktioniert gar nicht. Funktioniert ehrlich nicht. Keine Ahnung, Digga, weiß ich nicht. Ist das Tom? Er soll noch leben. Ihr habt ihm 5 Kugeln reingejagt, aber er lebt noch. Tja, das ist Pech für mich, aber auch Pech für euch. Wiedersehen, Tom. Tut mir leid, dass es nicht funktioniert hat. Okay, und jetzt? Was jetzt, Digga? Toms Gesundheit. Das sind die anderen 2 Clowns. Rückst du jetzt ab, oder? Er ist angeschossen! Du machst einen großen Fehler! Stopp, wir kommen! Erledigen wir das Schwein! Komm, zeig dich. Wo zum Teufel ist? Sehr gut. Okay, wir haben die Thompson. So, Muni sammeln. Sie sind umstellt, geben Sie auf! Ah, fuck. Ja, weil die Waffe so schwul aimt, Digga. Oh, ich raste hier noch aus, Bro. Meine Fresse. Ich muss es mit der Pistole machen. Ja, okay.
holen. Hallo. Mein Gott, sind die unpräzise, die Waffen. Jawohl. Tommy Boy. Der Hand. Gute Arbeit, Kleiner. Luca ist tot, Tom. Jesus. Ist schlimmer, als ich dachte. Was ist mit Don? Sieht böse aus. Jetzt aber weg hier. Okay, verstehe. Er hat wahrscheinlich undercover ermittelt. Ich zeig dir den Weg. Verstehe. Oh Gott. In der Folge, Digga, mies viel gestorben, Digga, ich schwöre. Hey, soll ich dich zum Anwesen mitnehmen? Nimm die Manhattan Bridge, das geht schneller. Kein Problem, Mr. Clemenza. So, warte, Manhattan Bridge. Okay. Okay, den kompletten Weg links, dann rechts und dann über die Brücke. So, hier, jetzt fährst du, fährst du. Gute Arbeit. Die Familie schuldet dir was. Du hast eine große Zukunft bei uns, Kleiner. Bitte? Tom, der Junge ist ein Naturtalent, wie sein alter Herr. Wir sollten ihn auf die Straße schicken, was meinst du? Wir könnten dich in die Familie holen. Sehen, wie du dich machst. Du wärst erstmal nur ein Partner, mehr nicht. Das heißt, du arbeitest für mich, Kleiner. Aber wenn du ein Partner werden willst, musst du dich erst bewähren. Sie meinen, ich soll der Familie Geld beschaffen? Bingo. Also Tom, was hast du über Solozzo rausgekriegt? Also, Solozzo ist bekannt als der Türke. Angeblich ist er sehr geschickt mit dem Messer. Aber nur, wenn es ums Geschäft geht und nie ohne eine gewisse Berechtigung. Rauschgift ist sein Geschäft. Er hat Felder in der Türkei, wo der Mohn angebaut wird. In Sizilien hat er Anlagen, wo das Zeug zu Heroin verarbeitet wird. Er braucht Kapital und er braucht Schutz vor der Polizei. Er ist bereit, dafür einen Anteil am Gewinn abzugeben. Wie viel, konnte ich nicht erfahren. Hier in New York steht die Tartaglia-Familie hinter ihm und die werden es auch nicht umsonst machen. Was es auch ist, es kann für die Corleones nicht gut sein. So, sehr schön. Ja, es ist alles hier zwischen Familienbanden. Die ganzen Kriege. Ist ja typisch bei den Mafias. Da gibt es ja so viele Familien, die das machen, die dies machen, die das machen. So. Dann hier die nächste rechts. Ach, der Soundtrack, Jungs, absolut geil. So, jetzt hier links. Entschuldigung. Ja, wenn die Alte mir genau in den Wagen reinläuft, Digga, was soll ich machen? So, einmal bitte Platz machen. Jetzt hier links. Hier. Und danke, hier. Fahr ran und lass mich raus. Das Haus der Corleones. Perfekt. Sehr schön. So, dann reden wir mal hier mit dem guten alten Tommy Boy. Unglaublich. Tom ist frei und hat nicht einen Kratzer. Was will? Es geht ab, Tom. Ich will ganz offen sein. Die Corleone-Familie braucht Männer wie dich. Während wir uns hier unterhalten, ziehen unsere Feinde die Schlinge zu. Sie warten nur, dass wir Schwäche zeigen. Was kann ich für die Familie tun? Keine Schwäche zeigen! Die Familie möchte dir einen Job als Problemlöser anbieten. Du würdest auf den Straßen für uns nach dem Rechten sehen und uns helfen, die alte Ordnung wiederherzustellen. Früher oder später wirst du dann ein verlässlicher Partner der Familie und wirst, so Gott will, ein gemachter Mann.
Okay, perfekt. Respekt 5000 und Sinan 7,5. Kohle, die unterste Stufe in der Hierarchie der Kolonne von mir ist der Problemloser. Was? Die unterste? Scheiße. Erledigen Sie Ihre Aufträge und verschaffen Sie sich Respekt, um bis zum Don... Ah, wir können bis zum Don aufsteigen. Verstehe. Und Don ist dann sozusagen so der Motherfucker. Hey, Clemenza sucht dich. Er ist drüben im Falconhide. Zahltag, heute haben Sie Geld von erhalten. Aha, aha. Gesamt. Ah gut, Tribut an die Corleones. Und Gesamtsumme für mich um die 1100. Verstehe. Kann ich hier auch irgendwie speichern? Was macht der? Hey, der neue Problemlöser. Glückwunsch. Wir haben schon alles gehört. Danke. Es ist schön, ein Teil der Familie zu sein. Freut mich, das zu hören. Es gibt da nämlich jemanden, mit dem du unbedingt reden solltest. Salvatore Tessio. Einer der loyalsten Kapos der Familie. Er sucht jemanden, der für ihn irgendein Tartaglia aus dem Weg räumt. Wäre das vielleicht was für dich? Okay. Ah, das sind die ganzen Aufträge von den Habibos. Mr. Tessio, es ist mir eine Ehre, Sie zu treffen. Hallo Kleiner, ich hätte einen Job für dich. Wie sieht's aus? Für Gerne. Die Familie mache ich alles. Wir haben ein Problem mit so einem Tartaglia-Klugscheißer, Mikey Solari. Er treibt sich in der Nähe dieser Metzgerei rum, die du für uns rangeholt hast. Leg ihn um. Okay. Erhalten Sie den Mordauftrag, erscheinen in der Liste Mordaufträge. Hier werden wichtige Informationen über die Zippers und mögliche Bonusbedingungen angezeigt. Erfüllen Sie die, wie man jetzt hier ist. Verstehe. Okay. Geht denn das Auto gleich mit dich? Kann ich mir irgendein Auto nehmen? Das Auto kann ich mitnehmen. Ich nehme irgendeinen Wagen. Und dann kläre ich das. Moment mal. Was war das? Da leuchtet was. Ah! Du Wichser. Da leuchtet was. Ja, damit. Nice. Ah, das vorne links ist oben links das Wappen, das ist das Wappen der Corleones, okay. Oh, jetzt hältst du dich für einen echten Corleone, hä? Schluss mit dem Quatsch! Warum zum Teufel haust du nicht ab? Weißt du was? Scheiß drauf. Wir machen jetzt keinen Scheiß. Darum kümmern sie uns später. Wir machen erstmal die erste Mission. So, wo ist die Tötungsmission? Von der... Okay, die ist gleich in der Nähe. So. In der Nähe der Metzgerei. Beziehungsweise ist er in der Metzgerei. Ist er oben? Nee. Ich glaube, der ist nicht in der Metzgerei, sondern neben der Metzgerei. Das ist rechts, safe rechts irgendwo. Hallo. Perfekt. Vendetta. Sehr gut. Sie kriegen ihr Geld jede Woche. Ich versprech's. Was passiert, wenn die Vendetta voll ist? Gibt's denn sozusagen einen Bandenkrieg? Weiß ich nicht. Das wäre schon cool. Okay, jetzt müssen wir wieder zurück zu den Corleones, oder was? Sieht so aus. Komm, Digga, wir haben 45 Minuten, ich will langsam essen. Das wird auch die letzte Folge sein, die ich jetzt aufnehme. Dann werde ich beide rendern, dann werde ich meine Serie gucken und dann will ich mich entspannen.
So, jetzt fahren wir wieder zurück. Auf ganz gechillter Basis. Krähe bei 3 Likes. So, wir sind gleich da. Und erstmal hier einen schönen Drift nach rechts. So, hier nochmal. Was machen denn die hier, Digga? Lass dich mal durch, lo. So. Was ist beziehungsweise hier? Ah, ist das der Typ da? Ich habe einen Job für dich, Kleiner. Was hältst du von einer Runde Schlagtraining? Gerne. Solange es nicht mein letzter Schlag ist, was liegt an? Dieses Tartaglia-Arschloch Donny Marinelli hat was gegen einen unserer Freunde in der Hand. Einen Polizeichef. Hier, nimm den Schläger und mach ihm klar, dass wir eine Nummer zu groß für ihn sind. Okay. Aber Digga, ich würde jetzt gerne irgendwo speichern. Weißt du, was ich jetzt mache? Guck mal, was ich jetzt mache. Keine Ahnung, wo das Auto ist. Aber. Karte. Dann, nee, weißt du, was wir machen? So, weil die Folge ist ja schon eh überzogen. Okay, Jungs. Würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt. Das soll es bei der zweiten Folge gewesen sein. Viel Scheiße gesehen, viel Scheiße gemacht, viel Scheiße erlebt. In der dritten geht es dann weiter mit ein paar Haupt- und Nebenmissionen. Würde ich sagen, bis dann, haut rein und Zwiebeln.